Ich grüße dich aufs Herzlichste. Schön, dass du mir wieder lauscht. Heute möchte ich mit indianischen Weisheiten einsteigen. Lass diese Weisheiten mal auf dich wirken. Ich beginne. Gehe 100 Schritte in den Schuhen eines anderen, wenn du ihn verstehen willst. Urteile nie über einen anderen, bevor du nicht einen Mond lang in seinen Mokassins gelaufen bist. Du kannst meine Reise erst verstehen, wenn du in meinen Schuhen gelaufen bist. Über deinen Nächsten urteile erst, wenn du dich in seiner Lage befindest. Nun habe ich dich zum Nachdenken angeregt. All diese Weisheiten tragen einen tieferen Sinn und eine wichtige Botschaft in sich. Ich vermute, du selbst bist schon mal in eine Situation gekommen, wo du dich rechtfertigen musstest, weil dich wer verurteilt hat. Oder du selbst hast dich ertappt, wie du über jemanden urteilst. Dies geschieht jedoch meist unbedacht. Wir neigen leider viel zu schnell dazu, das Verhalten anderer zu verurteilen, anstatt uns in andere hineinzuversetzen. Ja, warum macht man überhaupt sowas? Unsere Erfahrungen und erlebten Situationen prägen unseren Blick auf unsere Welt und lenken somit unser Verhalten. Das ist der Filter unserer eigenen Wahrnehmung, wie wir eben selbst sind. Vielmehr hat es mit uns selbst zu tun, als mit unserem Gegenüber, wenn wir ins Verurteilen gelangen. Jemanden zu verurteilen deutet meist auf eine eigene innere Unzufriedenheit hin, um sich vielleicht besser und überlegener zu fühlen, unseren Geltungsdrang zu befriedigen oder weil man selbst im Leben enttäuscht wurde oder sich eine Rechtfertigung suchte für seine eigene Handlung. Vielleicht wären wir gerne so wie die Person, die man verurteilt, weil man eben ein mangelhaftes Selbstwertgefühl hat. Oftmals verurteilen wir Handlungen oder Äußerlichkeiten, die man selbst vielleicht aufweist oder selbst gerne besitzen würde. Was macht dieser Spruch mit dir? Was du an anderen nicht magst, ist meistens das, was du an dir selbst nicht magst. Du erkennst schon, es geht immer um uns selbst. Daher sollte man sich fragen, von woher kommt diese innere Unzufriedenheit, wenn man den Drang verspürt, zu kritisieren und zu verurteilen. Natürlich gibt es Wege, aus dieser negativen Verurteilung auszusteigen bzw. sie zu verhindern. Alleine durch die Erkenntnis, dass es eine Verurteilung war, löst bereits eine Veränderung in uns aus, damit wir die Richtung ins Positive lenken können, wie zum Beispiel durch Entgegenbringen von Empathie, Verständnis und Mitgefühl. Die negativen Gedanken ins Positive umzuwandeln und uns darüber im Klaren werden, warum man gerade das Bedürfnis verspürte, kritisch zu sein. Von Bedeutung ist auch, den Unterschied zwischen einer Verurteilung und einer Beurteilung zu verstehen. Das ist im Grunde ganz einfach. Ich gebe dir ein Beispiel zu einer Verurteilung. Mein Gott, sieh dir diese Frau an, die ist ja sowas von fett und traut sich so ein enges Shirt anzuziehen. Nun, die Beurteilung zu diesem Beispiel. Diese mollige Frau ist sehr mutig, aber ich denke, wenn sie sich wohlfühlt mit dem engen Shirt, dann ist dies in Ordnung. Oder noch ein Beispiel zu einer Verurteilung. Schau mal, mein Nachbar fährt jetzt ein mega protziges Auto. Eh klar, da stinkt es ja nach Geld. Die neutrale Beurteilung dazu. Oh, mein Nachbar hat ein tolles Auto, das würde mir auch gefallen. Nun, er ist auch immer sehr fleißig, es sei ihm gegönnt. Oder noch ein Beispiel. Anstatt wen für sein waghalsiges Verhalten zu kritisieren, könnte man auch sagen, wow, der ist aber mutig und macht immer genau das, worauf er Lust hat. Im Grunde geht es um die Formulierung und eine Neutralität in den Aussagen zu finden. Bedenke,
Jeder Mensch ist ein Individuum und hat seine ganz eigenen Vorlieben und auch seine ganz eigene prägende Geschichte. Denn warum hat jemand so eine mollige Statur? Hat das mit einer Krankheit zu tun oder vielleicht mit Kindheitsthemen? Oder weil in der Familie jeder so mollig ist? Versuchen wir uns doch in die jeweilige Person hineinzuversetzen. Warum könnte sie genau diese Eigenschaften aufweisen, welche man stark kritisiert? Man kann die Beweggründe nachempfinden, doch im Grunde soll es uns nicht kümmern, denn es sind nicht unsere Schuhe. Vielmehr soll es uns kümmern, warum wir gerade diese Kritik äußern. Oftmals ist die Intention dahinter, dass es einem selbst gerade nicht so gut geht und man versucht, den Frust auf andere Menschen zu projizieren. Das heißt, dass man die innere Unzufriedenheit zum Ausdruck bringt. Na gut, ich möchte jetzt nicht als Moralapostel auftreten, denn das Urteilen über andere Menschen liegt in der menschlichen Natur. Jedoch soll es uns bewusst sein, dass die Auswirkung der negativen und kritischen Verurteilungen schlecht für unser eigenes Wohlbefinden ist, auch wenn man diese nur gedanklich äußert. Für unser eigenes Wohlbefinden sind nur wir selbst verantwortlich und soll ein persönliches Interesse sein. Zum Abschluss noch ein Zitat von Marshall Rosenberg. Willst du recht haben oder glücklich sein? Beides geht nicht. Gestalte dein Leben so positiv wie möglich und sei empathisch, mitfühlend und verständnisvoll. Du wirst selbst deinen Weg in deinen Schuhen mit Leichtigkeit, frei und stimmig beschreiten können. Das wünsche ich dir. Alles, alles Liebe. Wenn der Beitrag dir gefallen hat, dann bitte drücke den Daumen nach oben. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann drücke den Abo-Button und aktiviere das Glöckchen. Vielen lieben Dank.